Bundesinnenminister Seehofer hat in der Türkei Gespräche über den EU-Flüchtlingspakt geführt und weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Das Abkommen sieht unter anderem vor, dass die türkische Regierung illegale Einreisen von Migranten in die EU verhindert. Dafür erhält Ankara Unterstützung für die Unterbringung im eigenen Land. Die Türkei droht allerdings, die Vereinbarung aufzukündigen. Das Land hat nach offiziellen Angaben 3,6 Millionen Syrer aufgenommen. Das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen, erklärte Bundesinnenminister Seehofer schon vor seinem Besuch bei seinem Amtskollegen Soylu in Ankara. Damals kamen Hunderttausende Flüchtlinge über die Ägäis. 2019 waren es bisher knapp 40.000 Flüchtlinge, die von der Türkei aus auf griechischen Inseln gelandet sind. Und das trotz des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei. Dennoch schlägt Seehofer gegenüber Ankara freundschaftliche Töne an. Wir sind jedenfalls bereit, der Türkei, wo immer sie will, zu helfen, zu unterstützen, in den verschiedenen Möglichkeiten. Und welche Möglichkeiten das sind, da bin ich jetzt selbst gespannt. Das dürfte Seehofers Amtskollege Soylu gerne gehört haben. Die türkische Regierung bemängelt zuletzt immer wieder, die Gelder aus den bereits von der EU garantierten 6 Milliarden Euro schweren Hilfspaketen flössen zu langsam. In naher Zukunft bräuchte es außerdem noch mehr Geld. Ankara befürchtet einen weiteren Flüchtlingsansturm aus der nordsyrischen Region Idlib, sollte das Assad-Regime dort Rebellen und Zivilisten angreifen. Die Türkei habe bisher all ihre Verpflichtungen erfüllt, mahnt Soylu. Unsere Erwartung ist, dass auch Europa in diesem Sinne handelt. Nach ARD-Informationen gehört Deutschland zu den Ländern in der EU, die sich ein drittes Hilfspaket vorstellen können. Außerdem denkt man auch in der Bundesregierung, Brüssel könnte die bereits bewilligten 6 Milliarden Euro Hilfsgelder schneller und damit unbürokratischer an die Türkei ausbezahlen.